Aus der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen Loué und Habstedt sind schon lange freundschaftliche Banden geworden. Unter diesem Vorzeichen feierten am Samstagabend auf dem Coemsaal in Habstedt 290 Vertreter aus dem Partnerschaftskomitee, Rat und öffentlichen Leben zusammen mit 135 Gästen aus der französischen Partnerschaft das 50-jährige Bestehen in einem großen Festakt. Die Landstreicher spielten zur Einleitung Mozart. Loués Bürgermeister Dominique Crouyer erinnerte an diejenigen, die die Partnerschaft seinerzeit vorantrieben. Crouyer erinnerte zudem an viele Besuche und den lebendigen Austausch, der sich auch auf Vereine und vor allem auch auf die Musik erstreckt. Die Freunde aus Loué übergaben eine Eisenskulptur, die die Verbundenheit der beiden Gemeinden zum Ausdruck bringen soll. Verlesen wurde auch ein Grußwort des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, der darin an die Aussöhnung zwischen den einstigen Erbfeinden erinnerte.